Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir befinden uns in unserem Lager gerade und haben ja schon etabliert, dass, naja, Shit momentan down geht hier. Und zwar brutal. Wir haben den neuen Bereich schon mal eingegrenzt, wo wir unsere Base bauen werden. Und ja, so werden wir das auch machen. Haben wir schon mal einen Böhmskin gebaut. Das Problem ist einfach nur, mir fehlen momentan Uhren. So ärgerlich das auch ist. Leider Gottes braucht man Uhren in diesem Spiel. Für Bomben. Und leider Gottes kriegt man die nicht überall. Diese Bomben. Oder Uhren. Uhren. Zumindest würde ich wahrscheinlich wesentlich mehr kriegen, würde ich in eine Höhle gehen. Weil ich weiß, dass dort einige Leichen hängen und dass man dementsprechend auch ihre Uhren wegnehmen könnte. Ein anderer riesiger Nachteil bisher ist, ich habe hier haufenweise Enten, von denen ich haufenweise Pfeile kriegen könnte. Der Nachteil ist lediglich, der Mist fällt irgendwie unter Wasser und ist dann weg vom Fenster. Die einzige Chance, die ich hätte, wäre wahrscheinlich so eine Ente wie die hier vorne, die ziemlich nah am Rand ist. Aber da es ja gerade Nacht wird, ist das leider nicht ganz so machbar. Fleischvorräte stimmen. Wir haben auch noch ein paar Holzvorräte. Der Rest wird innerhalb des nächsten Tages gebaut. Ja, und nochmal zur Erinnerung. Die erste Staffel wird komplett daraus bestehen. Oder zumindest versuche ich das. Zu 90% die für den Basenbau bereit zu machen. Und danach, nachdem der Basenbau abgeschlossen ist, geht es auf die Suche nach Timmy, der gute kleine Junge. Der Timmy muss gefunden werden. Und ja, damit wir den Timmy finden können, müssen wir ja in erster Linie bereit sein. Das ist nämlich im Grundsatz eigentlich so, um eine kurze kleine Erklärung abzugeben. Es ist in The Forest zurzeit so, dadurch, dass es sich auch noch in der Alpha-Phase befindet und alles eigentlich noch ziemlich, ja, neu würde ich jetzt nicht sagen, aber noch ziemlich noch nicht fertig ist. Und dadurch, dass es halt noch nicht fertig ist, sind halt noch viele Dinge nicht hinzugefügt worden. Jada, jada, jada. Darauf will ich jedenfalls aber nicht hinaus. Es ist einfach so, man verbringt am Ende eigentlich gar nicht mal mehr so viel Zeit in seinem Lager, als man in der Erkundung verbringt. Das liegt zum einen halt daran, man hat ziemlich schnell, wenn man eigentlich alles fertig gemacht hat soweit, man ist halt ziemlich schnell ausgebaut. Es gibt nicht 3 Millionen Verteidigungsgebäude, es gibt auch nicht 3 Millionen Häuser, die man bauen kann. Man braucht nicht unbegrenzt an Vorräten. Ja, es ist tatsächlich so. Man kann recht schnell das Spiel eigentlich ausmerzen. Also, dass man halt wirklich komplett alles hat. Man braucht eigentlich in dem Sinne nichts wirklich mehr, außer das, was man halt, ja, hat. So in dem Sinne. Ich frage mich jetzt gerade, was denn da drüben markiert ist. Hatte ich da was gebaut? Uninteressanterweise wollte ich jetzt eigentlich sagen, obwohl das jetzt nicht wirklich Sinn macht. Hey, ich habe ja 5 Federn! Unwichtigerweise müssen wir natürlich haufenweise Holz noch anschaffen. Und dafür sind eigentlich die da. Hier, die schön. Wir werden allerdings jetzt nochmal hier vorne rausgehen und gucken, dass wir vielleicht so noch irgendwie, ja, irgendwie jetzt noch Uhren finden, weil ich meine, gut, eine Bombe habe ich.
Aber eine Bombe reicht jetzt nicht unbedingt. Man braucht mehr. Das Gefährliche ist natürlich jetzt dadurch, dass ich anscheinend gesprengt habe, mehrfach, scheine ich wohl ein wenig Aufmerksamkeit auf mich gezogen zu haben. Mehr als mir anscheinend lieb sein kann. Ich meine, gut, soll im Endeffekt nicht mein Problem sein. Ich habe Fluchtmöglichkeiten, ich kenne mich aus. Ich kenne eigentlich für so circa jeden Gegner mindestens eine Kampftaktik. Das heißt, ich sollte eigentlich zurechtkommen. Betonung nicht allerdings auf sollte. Wie gesagt, dadurch, dass natürlich jetzt wesentlich mehr Feinde anscheinend jetzt hier rumstreifen, muss ich natürlich auch dementsprechend mehr aufpassen. Weil, okay, im Multiplayer, sag ich mal ganz ehrlich so, ist es echt signifikant leichter. Wenn man dann zu dritt durch die Gegend rennt. Ah, Wristwatch. Die Götter haben mich erhört. Es ist ja nun mal einfach wirklich so. Da ist man zumehrt. Und soweit ich das beurteilen kann, bis halt auf das Zufallsprinzip, ändert sich nicht viel an der Menge der Gegner. Heißt, ich laufe hier rum, alleine, kommen genauso viele Gegner, als wenn ich jetzt hier noch mit zwei Leuten rumrennen würde. Nur mit dem Unterschied, mit zwei Leuten würde ich hier Fünfer-Trupps links und rechts angreifen. Das ist wirklich so. Also in der Multiplayer-Runde, die ich mit bisher schon gespielt hatte, noch eine Uhr. Jawoll! Die Multiplayer-Runde, die ich bisher gespielt habe, mein Gott, wie wir da auch gezielt den Krieg praktisch gesucht haben. Also wir sind wirklich los, raus und dann gab es direkt auf die Mütze für die Kannibalen. Das war für die schon nicht mehr schön. Das war wirklich stellenweise so. Wir hatten, ich glaube, vier, drei oder vier Bone Caskets, also Knochenbecher wollte ich jetzt schon sagen. Knochenbehälter hatten wir voll mit Knochen. Halt, stopp, Moment. War das jetzt ein Bambi oder war das ein Gegner, der da gerannt ist? Verdammt. Komm, 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 komm. Ganz knapp. Ich dachte jetzt gerade im Moment, dieses Wuff-Wuff wäre ein Riesengegner, aber dann ist mir eingefallen, der hört sich ja ganz anders an. Ja, jedenfalls. Es ist wirklich so gewesen, wir haben gezielt die Feinde rausgepickt, wir haben sie attackiert. Wir haben, wie gesagt, regelrecht gejagt, damit wir die Knochenrüstung vollständig haben. Und ich denke, das ist in gewisser Weise schon lustig, wenn man bedenkt, dass man am Anfang halt erst so voll vorsichtig ist. Ich meine, die Anfangsrunde, die fing schon scheiße an. Also die fing echt scheiße an. Das ging los, wir sind direkt in der Zone gelandet, wo direkt nachts war. Oder ich glaube direkt eine Sekunde danach ist es nachts geworden. Dann ging es los, dass direkt halt Feinde von allen Seiten kamen. Dann wurden wir getötet, haben unseren Loot und alles schon verloren und sind direkt nochmal losgegangen, um die ganze Sache wiederzuholen. Und so ging das halt die ganze Zeit. Wir sind dann halt jedes Mal rumgelaufen und dann, Mist, Feind, Deckung, buff, tot. Wir sind, ich glaube, insgesamt zwei oder dreimal direkt fast instant gestorben. Wo man sagen muss, es ist ein Survival-Spiel, also. Ich muss sagen, nicht das härteste Survival-Spiel. Das soll lediglich aber nicht bedeuten, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie hart ist oder nicht wirklich so den Survival-Aspekt hat. Es soll mehr bedeuten, der Survival-Aspekt, der ist mehr halt im Kampf und weniger im Nahrungssuche. Also Nahrungssuche wird, sobald man halt jetzt nicht permanent von Gegnern umringt ist, recht leicht.
Man geht halt los, man schießt mit dem Bogen einmal auf so ein Reh und hat direkt 4 Fleisch. Ist jetzt, finde ich, nicht so schwer. Und hopp. Ja. 2, 3. 3 Bäumchen. Okay, rüsten wir mal schnell die Keule aus. Ah, das stimmt. Man muss übrigens komischerweise jedes Mal die Upgrades, wenn man das Spiel ausschaltet, so ein bisschen wieder reinhauen. Warum auch immer. Und ja, ist halt ein bisschen unpraktisch, dass man das halt jedes Mal machen muss, aber es geht eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt gerade darauf am achten, ob ich nicht irgendwie aus Versehen jemanden angelockt habe damit. Ach, mal dieses Festhängen. Ach, hier sind sie ja schon. Zumindest ein Teil. Ich meine, das ist ganz klar. Für den Bau werde ich jetzt noch. Oh, warum zum Teufel liegt der denn jetzt hier so? Werde ich noch eine ganze Menge sprengen müssen. Hacken wahrscheinlich auch. Ich habe noch keine Berry Pouch, also kann ich da jetzt auch noch nichts machen. So. Sammeln wir schön die Baumstämme ein. Mit Sprengen ist das Baumfällen viel lustiger. Vor allem, wenn man das Ding dann da hinwirft und dann darf man erstmal rennen. Beste Option wäre natürlich jetzt, wenn ich jetzt nicht während des Sammelns gestört werde. Aber The Forest gönnt einem selten das, was man möchte. Ich meine, im Endeffekt ist es eigentlich sogar praktisch, wenn jetzt noch Feinde aufkreuzen würden. Weil die würde ich dann wiederum direkt wegknüppeln und ins Lager tragen. Sofern es jetzt nicht unbedingt direkt eine Fünfertruppe ist. So, ich würde gerade sagen, what the fuck war das? Fünfertruppen sind dann doch schon ein bisschen zäher. Muss nicht sein. Sagen wir mal so. Hier war doch jetzt gerade noch irgendwo Holz da. Ja, das große Geheimnis ist halt eigentlich in dem Sinne, man muss einfach nur gute Plätze finden, wo man ein paar Bäumchen legen kann. Und also. Frage ist, wo lege ich jetzt? Ich sehe keine ordentliche Baumkonstellation. Explosives. Hier hätten wir wieder 3. Vielleicht 4, je nachdem, wie die Bombe hochgeht. Hopp. Oh shit, weg. Ey, ey, ey. Okay. Hier ist natürlich jetzt mein größter Nachteil, weil jetzt hier so viel rumliegt. Ich glaube, ich muss bei Zeiten. Na, was ist das denn jetzt für ein Performance-Hackler hier? Zu viel Baumglitschen oder was? Ich glaube. Oh. Ja gut, ist halt Early Access Alpha Stuff. Da hat man auch mal Performance-Hackel. Ich glaube, ich baue schon mal einen dritten Schlitten. Scheint mir nämlich fast so, dass das nicht ausreichen wird. Allerdings wäre ich jetzt sehr froh, wenn sich die Performance wieder beruhigen würde. Ist ja jetzt nicht so, als ob ich das hier gerade Crisis of Maximum spiele. Ah, das sind so alte Referenzen. Herrlich.
Na gut, Sam. Warum rutsche ich gerade auf eine kuschelige 10 Frames pro Sekunde runter? Was ist das? Immer so was. Ganz zu kurzer Schnitt. So, da sind wir auch schon wieder. Yay! Und es hat anscheinend nicht viel gebracht. Noch mehr, yay. Ah, wie ich so was. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt hat er sich endlich wieder gefangen. Ich weiß ja nicht, warum er sich gerade überhaupt nicht gefangen hatte, aber hoffen wir, dass das nicht nochmal vorkommt. So, dritte Slay ist fertig. Ich habe in der Zeit mal eben noch das Holz eingesammelt. Vielleicht musste er sich gerade einfach nur mal kurz beruhigen. Bis jetzt nach wie vor keine Cannibals-Aktivität. Was ich sehr befürworte, muss ich sagen. Ich mag das, wenn ich meine Arbeit in Ruhe verrichten kann. So. Wenn ich den Slay noch voll kriege, müssten wir rund... ich glaube 33? Oh. Ach, da war keine Wristwand. Da war nur close. 33 Holz. Da ist eine Wristwatch. Jawohl. Irgendwie habe ich den Eindruck, so im Singleplayer kriegt man wesentlich mehr Uhren. Und da finde ich irgendwie sehr cool. Es erleichtert mir meine Arbeit. Jedenfalls, ja. Dachte ich eigentlich, er hätte sich gerade beruhigt, aber scheinbar kriegt er direkt wieder seinen Exorzismus. Nee, einfach irgendwelche Berries essen ist eine dumme Idee. Schnitt. So, bin wieder im Basecamp. Kann sein, dass die Framerate gleich wieder einbricht, aber der Part wird sowieso an der Stelle beendet. Hab dann Holz eingesammelt. In der nächsten Folge hole ich es in die Base und fange schon mal an, weiter zu bauen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.